Herzlich willkommen zur dritten Folge Neugier schafft Wissen. Heute geht es um den Kerzenfahrstuhl. Bei einem Kerzenfahrstuhl steigt das Wasser ins Glas und trägt die Kerze nach oben. Wie kriege ich das hin, dass das Wasser im Glas hochsteigt? Ich denke dazu an unsere letzten beiden Folgen. Da ging es um heiße und kalte Luft. Hier sind noch die Aufzeichnungen dazu. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht für die letzten beiden Kurse. Hier hatten wir die Flasche zum Zusammenziehen gekriegt, indem wir die Luft in der Flasche kalt gemacht haben. Und auch hier ist das Ei in die Flasche reingezogen worden durch das Abkühlen der Luft. Und diese Erfahrung nehme ich jetzt wieder. Für den Versuch habe ich den Teller mit blauem Wasser gefüllt. Dafür habe ich mir Krepppapier mit Wasser hier in meinem Glas gemischt. Das gibt eine tolle blaue Flüssigkeit. Ich werde meine Kerze anzünden und in die Mitte des Tellers setzen. Okay. Dann stülpe ich das Glas über die Kerze und was passiert? Die Kerze wird kleiner, also die Flamme wird immer kleiner und kleiner und das Wasser schwimmt und nimmt dabei die Kerze mit. Das Wasser ist jetzt hier bis zu dieser Höhe gestiegen. Das ist so ein kleines Stück. Das geht aber auch noch höher durch einen Trick. Schon bei den letzten Versuchen hatte ein großer Temperaturunterschied auch eine größere Wirkung erzeugt. Und das probiere ich jetzt aus durch ein etwas größeres Feuer. Um mehr Wasser in mein Glas zu bekommen, habe ich mein Teelicht mit Streichhölzern präpariert. Ich habe 6 Streichhölzer ins Teelicht gesteckt, die ich jetzt anzünde. Das ist wieder ein recht gefährliches Experiment. Achtet darauf, dass Erwachsene bei euch sind, die gut auf euch aufpassen können. Wenn die Teelichter gut brennen, nein, wenn die Streichhölzer gut brennen, stülpe ich das Glas drüber und sofort steigt das Wasser bis auf diese Höhe. Was kann ich noch aus diesen Erfahrungen machen? Als nächstes nehme ich ein großes Glas mit einem sehr glatten Rand, ein Einmachglas. Ich nehme wieder mein präpariertes Teelicht, zünde mir die 6 Streichhölzer an. Guck, dass eine schöne große Flamme entsteht. Und dann stülpe ich mein Einmachglas drüber. Die Flamme geht aus, wie eben auch, aber es kommt kein Wasser ins Glas. Es strömt kein Wasser ins Glas. Die Temperatur musste doch jetzt mit dem Erlöschen der Flamme sofort kälter werden und die kalte Luft müsste sich zusammenziehen. Das hat sie auch getan, aber es ist kein Wasser ins Glas geströmt, sondern es ist ein Unterdruck entstanden. So viel zur dritten Folge Neugemacht Wissen. Ich werde meine Erfahrungen wieder auf dem Blatt notieren und wir sehen uns beim nächsten Mal.